Leute, willkommen zurück zu Warptorio, wo wir letztes Mal Eisenbahn gebaut haben. Ein Netz mit 4 Bahnhöfen. Und heute wollen wir rangehen und uns an die Verarbeitung der angelieferten Materialien oder der geschmolzenen Materialien machen. Ich denke, das erste, was wir hier angehen, ist hier oben Ölverarbeitung. Denn dann haben wir möglicherweise die ganzen rohen Ressourcen, wir brauchen, um hier auf dem Planeten überleben zu können, auch wenn wir mit unserer Plattform weiterziehen. Und da haben wir ein kleines, aber feines Setup für unsere Ölverarbeitung hier hinten. Bei den Raffinerien hauptsächlich direkt nach Leichtöl hier oben 4 Raffinerien, wo auch Leicht- und Schweröl rauskommt, denn ich denke, was wir hauptsächlich benötigen ist Kunststoff und die Schwefelprodukte, damit wir die Grundelemente haben, die wir benötigen für unsere Produktionslinie, was wir so brauchen werden. Hier like Kunststoff, Schwefelsäure, damit wir auch Uranerz abbauen können. Aber dafür brauchen wir ein paar mehr Chemiefabriken. Nun, da wir auch Schwefelsäure hier oben haben, können wir uns dran machen, hier das Uranfeld zu bepflastern. Und dann auch eine entsprechende Uranverarbeitung ranzupacken. Da brauchen wir natürlich noch etwas Strom. So. Und dann das Setup hier ist ziemlich gut. Das machen wir doch einfach mal hier hin. Packen wir Produktivitätsmodule rein.
zwei Zentrifugen zu wenig. Macht nichts. Denke, drei sind auch ausreichend. Dran. Das Herz noch reinlegen. Und dann brauchen wir Logistik. Sehr gut. Und dann machen wir hier sowas. Hier etwas mehr Logistik. Dann, was brauchen wir? Zahnräder und die. Dann brauchen wir was von denen. Die brauchen das hier. Dann werden wir auch die roten brauchen. Wir brauchen die hier. Und dann Flugrobotergestelle. Wir brauchen Motoren. Das braucht Rohre. Dann brauchen wir hier die. Und dafür brauchen wir Schmiermittel. So. Und dann können wir die hier machen. Wir brauchen Chemiefabrik. Hier machen wir diesen hier. Das würde sich besser hier anbieten. Weil dann können wir hier unten die hier produzieren. Und dann brauchen wir vielleicht noch jene hier. Und dann Stahlkisten.
die. Und die blauen. Dann Logistikroboter und Bauroboter. Dann hier machen wir Logistikroboter. So. Den hänge ich auch noch hier dran. Roboter. Statistik auslesen. Und zwar, wenn, was war das? Verfügbare Logistikroboter, das ist X. Wenn X kleiner als 20 ist, dann leg nach. Hier machen wir die Bauroboter. Bauroboter, das ist Z. Wenn Z kleiner als 20 ist, dann legen wir welche rein. Logistikroboter haben wir zu wenig, da sind 26 im Netz und die sind alle beschäftigt. Sehr schön! Und das sollte eigentlich unsere unser Setup sicherstellen, dass wir hier versorgt sind. Auch wenn wir auf einen weiteren Planeten springen. Mit den letzten Forschungen, die wir gemacht haben, gibt es hier den Warp Home, das Warp Homeworld Portal und das Warp Plattform Portal. Und damit können wir zur Plattform zurückkehren oder auf unsere Heimatwelt. Ich denke, die sind doch etwas wichtig, denn damit können wir, wenn wir auf eine andere Welt teleportieren, können wir wieder zurückkommen, beziehungsweise auch wieder zur Plattform, auch wenn wir nicht warpen. Natürlich müssen wir das versuchen, aber wir bauen die mal und wenn wir dann warpen. Okay, hier sieht es definitiv mager aus mit der Kohle. Nun, die Akkus sind praktisch vollgeladen. Dann schauen wir mal. Wir kommen von 21,6. Das ging ja schnell. Aber zumindest
Ja, hier außenrum haben wir jetzt auch schon Verschmutzung außerhalb. Ich denke, das Letzte, was ich hier noch bauen möchte, ist Sprengstoff. Dann brauchen wir hier noch Kohle. Das Häkchen setzen. Denn mit Sprengstoff und diesen Granaten da muss ich vielleicht eine zweite Reihe bauen. Wir tun die mal upgraden. Und dann haben wir hier die. Die brauchen auch Radare. Und dann brauchen wir wahrscheinlich auch die. Das heißt, irgendwo, wo wir Wasser anliegen haben, machen wir jetzt auch noch Beton. Ah, da brauchen wir auch Ziegelstein. Das könnte problematisch sein. Den Stein habe ich hier nicht anliegen. Aber vielleicht machen wir doch einfach die Artilleriekanonen hier unten. Denn hier sollten wir eigentlich alles haben. Ah, die sind hier drüben. Hier. Hier nicht irgendwo offenbar nicht. Ah, weil da nichts gepuffert ist.
Langsam werden die Felder hier direkt bei unserer Basis leerer und leerer. Sprich, es wird definitiv Zeit, dass wir weiterziehen mit unserer Plattform. Aber das ist definitiv was für die nächste Folge. Und wenn wir zurückkehren, dann sind wir vielleicht in der Lage, hier außenrum auch Artillerie aufzustellen. Und ja, wir werden sehen, wir haben noch einiges vor, aber wie gesagt, das muss warten bis zum nächsten Mal. Also bis dann und tschüss.